O-Busse sind bekannterweise dort unterwegs, wo es Oberleitungen gibt. Nicht so der neue E-O-Bus der Linie 5, die ab sofort bis zur Untersbergbahn in Grödig fahren wird. Modernste Technik ermöglichen ein Fahren nur mit Batteriestrom. Das Besondere daran ist die Traktionsbatterie in der Größe von 60 Kilowattstunden, die den Betrieb auf 10 Kilometer Länge abseits der Fahrleitungen bewerkstelligt. Das System funktioniert dermaßen, dass das System unter der Fahrleitung auflädt und dann im Batteriebetrieb die Energie aus der Batterie bezieht. Die Streckenlänge ist so bemessen, dass die Batterie mit ausreichend Reserve im Fahrleitungsnetz geladen werden kann. Die Verlängerung der O-Buslinie 5 bedeutet für Pendler eine enorme Erleichterung. Das Abbügeln der Stromabnehmer von der Oberleitung wird im Bereich der Birkensiedlung durchgeführt. Danach geht es mit 100% erneuerbarer Energie weiter bis zum Untersberg. Ich muss sagen, fahren tut er sich sehr gut, der Bus. Es ist wirklich gute Qualität zum Fahren und diese Außenspiegel mit den Kameraspiegel, es ist bestimmt eine Erleichterung, besonders wenn der Bus voll ist, bei Regen, wenn die Scheiben beschlagen sind oder im Winter, wird es ja keine Probleme mehr geben, dass man den Spiegel nicht gut überblicken kann. Um stets sicher und mit genug Batteriestrom ans Ziel zu kommen, besitzt der E-O-Bus ein intelligentes Energiemanagementsystem. Das heißt, es werden Parameter vom Fahrzeug selbst, aber auch von den Umgebungseinflüssen gesammelt. Einige dieser Parameter sind zum Beispiel die Witterungseinflüsse, der Ladezustand des Fahrzeuges, die Strecke und der Haltestellenabstand. Bis zum Jahresende sollen noch weitere 9 E-O-Busse geliefert werden, ehe im ersten Halbjahr 2020 alle 15 Fahrzeuge Salzburg erreichen. Und die Fahrzeuge werden in erster Linie auf der Linie 5 eingesetzt, in Fahrtrichtung Grödig, aber auch im restlichen Netz, wenn nicht der größte Auslauf auf der Linie 5 gefahren werden muss. Der neue E-O-Bus ist knapp 15 Meter lang und kann 155 Personen transportieren. Die neue Busflotte von Grödig nach Salzburg erleichtert damit den Umstieg vom eigenen Pkw auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein wichtiger erster Schritt im Kampf gegen Staus, Abgase und einer völlig zugeparkten Innenstadt.